Willkommen zurück bei Wizard 101. Hervorragend. Ich hatte gehofft, dass mir bald jemand geschickt werden würde, der mir ein wenig zur Hand geht. So viel zu tun. Oh, zwei Quests. Du könntest mir einen großen Dienst erweisen und von meinen weniger gewissenhaften Schülern ein paar überfällige Bücher einsammeln. Aus meinen Unterlagen geht hervor, dass bei folgenden Schülern die Leihfrist der Bücher überschritten wurde. Martin Glockwetter, Bliss Flammenwirker und Randolf Zauberschein. Wahrscheinlich sind sie im Schlaftrakt oder irgendwo auf dem Campus. Finde sie, besorge dir die fraglichen Bücher von ihnen und bringe diese zurück in die Bibliothek. Eine meiner Schülerinnen ist in den Archiven verloren gegangen, als sie dort etwas besorgen sollte. Ich hatte Deirdre Nachtros losgeschickt, mir ein Lehrbuch zu holen, aber sie kommt und kommt nicht zurück. Kannst du bitte nach ihr sehen? Ich nehme an, Deirdre hat sich nur verirrt, aber sollte sie in Schwierigkeiten stecken, wäre es gut, wenn du ihr helfen könntest. Ach ja, und vergiss nicht, das Lehrbuch mitzubringen. Puh. Das ist bestimmt ein Dungeon, oder? Ja, gehen wir mal einfach fromm und frei und fröhlich da rein. Ich habe keine Ahnung, was mich da jetzt erwartet. Du hörst ein furchterregendes Knurren und einen leisen Hilferuf. Da ist sie doch. Nee, doch nicht. Hier gibt es auch irgendwo auch ein Buch, das ich mir angucken muss, nicht wahr? Ojo, ist das ein Labyrinth? Ah, hier. Das ist doch, oder? Die Wutzwerts-Methode magischer Lehre sieht vor, Schüler lediglich mittels theoretischer Diskussion mit Zauberei vertraut zu machen. Angewandte Magie gilt als simpel und ist verpönt. Von ihrem Gebrauch wird den Schülern abgeraten. Der wahre Pfad der Magie verläuft ruhig und gemächlich entlang zahlreicher Nickerchen. Das unterschreibe ich. Aus diesem Grund bekommen Wutzwerts-Schüler keinerlei Hausaufgaben auf und verbringen die meiste Zeit mit Dösen. Gut ausgeruhte Schüler sollten so am Ende in der Lage sein, ganz von selbst den praktischen Umgang mit Magie zu lernen. Leider werden nur sehr wenige Wutzwerts-Schüler richtige Zauberer. Die meisten von ihnen ergreifen andere Berufe. Na toll. Bringt ja dann viel, ne? Huch! Aus Versehen dieses grässliche Biest beschworen und jetzt werde ich es nicht mehr los. Ich möchte gerade dieses Ferkel ausrüsten. Ich weiß doch gar nicht, was mir das bringt. Eigentlich gar nichts, ne? Ach komm, wir lassen jetzt alles so, wie es ist. Zornige Wildklaue. Ist aber auch ein Stufe 5 Endgegner. Auch mit so viel. Und ist auch noch Blitz. Oh. Ausgerechnet. Aber er ist... Oh, ich hätte mich auch mal auffüllen müssen. Ja, super. Das ist natürlich eine gute Voraussetzung, um in so einen Kampf zu gehen. Scheiße. Ja, ich muss schon sagen, hier in Wutz... Mysterien sind einige harte Brocken. Das ist aber mal ein cooles Monster. So eins hatten wir bisher noch nicht. Weil viele Monster wiederholen sich ja auch im Laufe der Zeit, ne? Nö? So. Das machen wir noch. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Wenn der... Ja, jetzt macht er nämlich ein...
Oho, das ist gut. So, der hat zwar eine Sturmzauberresistenz, aber trotzdem werde ich jetzt das hier mal machen. Feuerangriff. Ach Gottchen, da kannst du bei mir aber nicht punkten mit. Achso, dann widerstehe ich doch Feuerangriffen. Das ist ja ein Witz. Ach du Schande. Oh, was war das denn? Heftig, oder? Das ist aber krass. Oh, sehr schön. 522. Gut. Hat aber immer noch 1104. Bombidombidom. Na gut. Ich sollte mich nochmal auf Goldkarten besinnen, wenn ich viele Pips habe, dass ich mir da mal was richtig Gutes raussuche. Aber ich muss mich jetzt gleich als nächstes mal auffüllen, wenn das irgendwie geht. Der sammelt nämlich schon wieder. Der Sack. Ja, ja, die kannst du ruhig gegen mich verwenden, die Zauber. 254 mit einem Feuerangriff? Scheiße. Wir bekämpfen uns jetzt beide mit Vögeln. Auch nicht schlecht. Ich brauche was zum Auffüllen. Und zwar ganz schön dringend. Oh, plus 30% auf den nächsten Angriff. Mit Blitz, das ist schlecht. Ach. Ich würde mich gerne etwas schützen, ne? Scheiße. Oh, ist der gemein, ist der gemein. Der macht mich gleich fertig. Ich sehe es schon. Ich sehe es schon. Aha, ich guck mal hier. Ja, was soll ich machen? Ne? Ich habe gar keine große Wahl. Oh, 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 das ist mein Ende. Plus 30, plus 25, minus 70. Na, geht noch. Aber ich brauche jetzt trotzdem dringend, dringend, dringend was zum Auffüllen. Ja, das ist ja ganz nett. Aber ich hätte mit anderen Grundvoraussetzungen in diesen Kampf gehen müssen. Scheiße, echt. Richtig. Der hat nur noch 122. Vielleicht bringt es ja was. Vielleicht bringt es was. Wir probieren es aus. ...122 wäre gut. Auch wenn er resistent ist. Scheiße! Bitte nicht! Aber jetzt, komm. Bitte greif mich nicht an. Bitte greif mich nicht an. Nein, aber ich habe doch noch ein... Nein, habe ich nicht. Oh nein! Ey, ich krieg die Motten. Ey, was bin ich denn für eine verdammte Lusche? Jetzt reicht's mir aber. Alter Schwede, so kurz vorm Ziel immer. Das kann doch nicht wahr sein. Kann ja wohl nicht sein, dass ich hier diese blöden Gegner nicht alleine besiegt bekomme, wenn kein anderer dabei ist. Muss jetzt aber mal ein bisschen hier auf die Kacke hauen.
Ja, ich habe mich vor kurzem noch so lustig gemacht. Also was heißt lustig? Aber so geschäkert. Das Spiel ist ja so leicht und so. Und es ist ja eigentlich ein Kinderspiel. Ja. Ich bin gerade mal in Wysteria und jetzt wird es schon schwer. Mitunter. Vielleicht bin ich auch einfach ein bisschen dumm, ich weiß es nicht. Aber jetzt gehe ich schon mal mit 400 Lebenspunkten mehr dahin. Das ist vielleicht schon mal ein klitzekleiner Vorteil, oder? Besiege zornige Wildklaue. Pass auf, zornige Wildklaue. Ich versuch's nochmal mit dir. Und los! Wir lassen uns jetzt von nichts irritieren. Womit greift er an? Mit Feuer und mit Blitz vorzugsweise. So, schützen. Schützen und stärken lautet die Devise bei diesen ganzen mächtigen Gegnern. Plus 30% Angriffskraft. Okay. Noch was? Ja, doch, das können wir nehmen. Der haut direkt auf die Kacke hier, der Arsch. Das ist doch nicht zu glauben. Siehst du mal, was passiert, Freund. So, direkt heilen. Wir wollen hier nichts dem Zufall überlassen. Ja, das ist ja nur Zeitschinderei. Pips sammeln. Trainiere für Malebone hier in Wysteria. Ne, wisst ihr, was ich jetzt mal mache? Jetzt werde ich mal Pips sammeln und mir gleich eine schöne Goldkarte raussuchen. Minus 25% auf den nächsten Angriff. Okay, das ist mir egal, weil ich nur das mache. Da muss ja irgendwas drin sein jetzt gleich. Oder mal irgendein richtig cooler Zauber. Geht nicht. Geht nicht. Ja, dann machen wir. Was machen wir? Ja, den müssen wir dann machen. Na gut. Nochmal direkt. Ich lasse mich nicht einschüchtern von dir. Schon nicht so schlecht. Jetzt hat er nur noch in Anführungsstrichen 442. Naja. Okay. Es wäre schön, wenn ich mich jetzt mit einem Blitzschild schützen könnte. Was aber nicht der Fall ist. Schade. Schade, sehr, sehr schade. Ja. Ach, das sind aber auch Blitzis. Ja, was soll ich tun? Passen. Ich habe keine andere Möglichkeit.
Ach Mann, warum verpatzt der nicht seinen Zauber mal? Okay. Ja, wir müssen diesen Kampf hier beenden. Ja, ich habe keine Möglichkeit. Es gibt Gas, Kevin. Ach man, der kriegt auch alle Zauber super hin, ne? Der verpatzt nicht mal irgendwas. 99, guck, ich bin schon wieder fast kaputt. Das ist doch nicht zu glauben, oder? Ich krieg wirklich die Krise. Scheiße, echt. Guck, jetzt hat er nur noch 88 und ich bin trotzdem fast kaputt. Ja, ich kann nichts machen. Danke, minus 25%. So dass es wieder ganz knapp nicht hinhaut. Ah, scheiße ist das doch. Ich kann nichts machen. Ja, klasse. 36. Ich hab verloren. Ich könnte kotzen! Dieser verdammte Sack. Super, toll gemacht. Bis zur nächsten Folge.